Willkommen zurück auf der Terra irgendwas. Terminakarte. Ja, Terranigma-Karte ist besser. Wir spielen eine neue Geronenhülle ein. Mit Ganondorf. Inferne Treffer. Ja. Um es mal erwähnt zu haben. Wir können das voller Princess-Outfit spielen. Ui, ganz gefährlich ist. Ja. Dann nehme ich mir die Ware mit. Na. Und wir kämpfen auf dem Feld von Hyrule. Oh ja, interessant. Was sind die Gefahren? Das sind mal wieder Augen. Die passen hier so überhaupt nicht ins Bild. Ja, stimmt. Ja, die passen nirgendwo so richtig ins Bild. Es sei denn, sie stehen irgendwo am Rand von der Festung. Ja, das stimmt. Da gehören sie ja mehr oder weniger hin. Ja. Dann gehen wir mal auf die Pfeile rüber und fangen an, Leute zu killen. Das sind Moblins. Shit, um genau zu sein. Wumpadum, wumpadum. Schwerp, wumpadum. Ich hoffe einfach mal, dass sie nicht direkt um mich herum spawnen. Das ist immer so ungünstig, wenn sie direkt in dein Gesicht rein spawnen. Ja. Und sie sind tatsächlich nicht einfach in meinem Gesicht gespawnt. Sie sind, wären mir aber in meinem Gesicht gespawnt, wenn sie da stehen geblieben wären, wo ich ursprünglich vorhatte stehen zu bleiben. Ein Transporter, der darf auch sterben, wenn ich gerade schon mal hier bin. Er lässt uns Forstkristalle vollfallen. Juhu! Das ist ja toll. Ja. Oh, der besiegt, der besiegt, der besiegt. Und hinter mir muss ich mich vor Fernangriffen in Acht nehmen. Ja, was sind noch 10 Feinde. Scheint eine kürzere Mission zu sein. Ja, die letzte, die wir hatten, waren 30. Jetzt sind es diesmal nur 20. Also. Kurzer. Es sind nur noch die paar restlichen da oben rechts in der Ecke. Noch 4 Feinde, dann haben wir es bereits geschafft. 2 Feinde, noch 1 Feind. Und das war's. Yay. GG. Gute Arbeit, Twilight Ganondorf. Ja. Du hast alle feindlichen Hauptleute besiegt. Gute Arbeit, Ware Midna. Gutes Team. Ja, Ware Midna und Twilight Ganondorf sind ein sehr, sehr schönes Paar. Ja. Und wir kriegen eine Aram-Belohnung. Das war schwer. Unglaublich schwer. Das ist ein verheerender Treffer. Kick! Ganon Kick! Einfach keine Geduld, der Mann. Na, gar nicht. Ein Herzteil! Yay, Sambe 4. Wie üblich. Ja. Ja, das war die übliche Mission. Ich bin durch das Schwert gelaufen. Frechheit. Ich weiß auch nicht, wie ich das wagen konnte. Na. Fling! Und Schaden 0, überraschend. Ja, sehr, sehr überraschend, sonst wäre es doch kein Aran gewesen. Ja. Wieder mal massig Unsinns Ringe. Ich schon einfach nur nach der Farbe von den Ringen und schmeiße sie einfach weg, ohne irgendwie zu gucken. Den kann man auch wegschmeißen. Und dann haben wir schon mal gut aufgeräumt. Schildmoblin-Helme. Yay. Wir haben eine neue Haut. Das ist schön. Erstmal können wir jetzt aber die Deku-Schale hier vorne erspielen. Dafür brauchen wir eine Bombe. Yay. Das heißt, wir müssen irgendwo eine Bombe herholen. Wo gibt's denn Bomben? Da. Da. Und da. Bis gleich. Du hast das Itemkarte Bomben erhalten. Yay. Wir haben sogar direkt 2 Bomben gesammelt, weil wir in naher Zukunft bestimmt mehr davon brauchen werden. Ja, und dann schauen wir mal hier vorne. Welchen davon müssen wir sprengen? Wir wollen auf keinen Fall eine Bombe verschwenden. Ja. Also lieber den Kompass einsetzen. Kaboom! Impar Power. Yay. Ja. Neue Belohnung wurde freigeschaltet. Ja, wir haben auch neue Belohnung gekriegt durch A-Ränge. K.O.-Wettstreit. Unsere erste Deko-Hülle, begrenzt auf Zanto. Da freust du dich doch. Yay! Darf Santo spielen. Ja, mein 2-Task-Charakter. Mit dem Krummsäbel. Ja, vor allem mit dem Säbel der Düsternis. Ja, viel Erfolg. Ja. Wünschen wir 420er, Säbel der Düsternis. Der ist irgendwie besser. Nehmen wir den. Macht mehr Schaden. Dann schnapp ich mir mal den jungen Link, würde ich sagen. Ja, mit der rasenden Gottheit. So, und die nächste Mission ist mal wieder in den Schatten, aber in verkleinerten Schatten. Ja. Schlacht beginnen. Besiege mehr Feinde als die anderen Truppen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Wenn du Link besiegst, tauchen neue Feinde auf. Oh, hallo Link. Was ist wir geben mitten aus. Link kämpft hier direkt mal gegen Link. Triforce-Attacke! Boom! Heio! Oh, immerhin habe ich dafür keine ganz schlechte Charakterwahl, um gegen Link zu kämpfen. Das stimmt wohl. Er hat auch den Einhänder tatsächlich. Das ist keine 8-Bit-Waffe oder sonstiger Unfug. Oh mein Gott. Kein anderes Moveset oder so. Kein Unfug. Ja, vor allem kein Unfug. Ja. Das ist was Seltenes heutzutage. Yay, yay. Whee! Ah,
er killt gerade deutlich schneller als wir. Zumindest hier in den ersten paar Zügen. So, Linke schon mal besiegt. Ja, wie üblich sollte man, bevor sie ihre 300 Kills oder was zusammenkriegen, wo sie dann stärker werden, die am besten noch alle direkt umbringen. Gerade Magie erhalten, dann gehe ich direkt mal auf die erste Mittler los. Die sind allerdings rot-schweiß. Ja, ich habe die eine Mittler gesehen, ansonsten habe ich hier hauptsächlich Hugul Hauptmänner, die rot-schweißen gesehen. Ja, das habe ich hier auch. Da ist zum Beispiel gerade einer neben mir gespawnt. Meine Güte. Ich werde vor allem die ganze Zeit von Offscreen von irgendwelchen Ralfus gerammt. Finisher! Fuck. Und das war's dann auch schon für Mettner. Ich werde mal treten, bevor meine Magie schon ausgelaufen ist. Au. Gut zu wissen, dass man Rotschweiß mit der Beyblade-Attacke von Sandor einfach nicht mitnimmt. Nee. Leider nicht. Das ist ein sehr ungünstiger Part bei Zanto, was diese roten angeht. Jetzt schnell tröten. Oh, ich hab nicht lange noch getrötet. Ich bin Angst vor den Gegnern. Rot. Leben da noch gelbe? Wir sammeln immer noch Kills. Ja, da leben noch gelbe. Da unten sind noch welche sich gerade, ja. Was ist denn hier unten noch schönes Gelbes? Jesus, Kamera! Am Visiersystem. Hugul Hauptmann, wie süß. Will vielleicht den gelben Hugul Hauptmann anvisieren. Ja, Aram wird wahrscheinlich nichts. Ich bin schon mal über 4 Haften Schaden. Ja, das habe ich jetzt auch nicht wirklich erwartet. Aber. Ich muss Sando spielen, diesen A-Rang werden wir wahrscheinlich nie kriegen. Wir kriegen auf jeden Fall mindestens einen B-Rang hin. Naja, gut, du könntest immer noch im Notfall mit Sando nichts machen und der andere spielt dann das Meisterschwert. Ja, aber selbst dann. Dann dauert's ja lange. Ich glaube, dann funktioniert's irgendwie. Ungewöhnliche Terrain, verwirrt die Soldaten, ihre Moral sinkt, oh nein. Naja. Können natürlich auch versuchen. Agrok! Wo kommst du her? Ich bin gerade gespawnt. Sieg über Feinde hebt die Moral. So, und Triforce-Attacke! Wum! Ich könnte ein bisschen mehr Spezialleistung gebrauchen. Und nochmal, Triforce-Attacke! Mittler ist schon zurückgekehrt. Das ging schnell. Wow, volle Leiste von Zanto hat fast die komplette Schwachpunktleiste von Agrok komplett leer gemacht. Mit dem schlecht. Laser. Das war nicht übel. Muss man gar nicht unbedingt mit rechnen. Ja. Erscheinen von Mittner hat die Soldaten vertrieben und sowas. Jetzt muss ich noch eine Spezialattacke einsetzen, um ihn umzubringen. Da ist auch schon die Nachricht, dass Link Mittner vertrieben hat, obwohl sie gerade schon wieder aufgetaucht ist. Das ist sie schon wieder vertrieben. Nee. Dann hätte Link sie auch nicht vertrieben. Ja, bestimmt. Aber dieser Agrok ist auf jeden Fall tot. Ihr Fehler, sie hätte vorsichtiger sein müssen. Hat ja schon ein neues Leben gekriegt. Ja. Das war ja, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, töte die Bosse, um neue Gegner zu spawnen. Von daher habe ich Agro auch mal umgebracht. Ja, macht dann Sinn. Ja, mein Handler ist da hinten noch irgendwo, da kümmere ich mich gleich drum. Also muss ich meine Spezialleiste weiter auffüllen. Da vorne liegt auch ein kleines Stückchen Magie rum, das ist schön. Das ist vielleicht so ein Pott oder sowas. Da ist noch was Gelbes. Da ist noch ein gelber Pott. Das ist doch soweit so gut. Dann klimper ich mal mein Lied. Und kann wieder Magie benutzen. Ja, hier vorne ist in der Tat was Gelbes. Magie! Mein Handler? Hallo? Hulk. Okay, du machst Magie an. Das erklärt einiges, warum sie nichts tut. Ja. Tut auch noch nichts. Jetzt tut sie was. Ich hatte Lust, diesen Hyrule Hauptmann hier vorne töten zu können. Und Finisher! Bada 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 bam! Tot! Danke, du hast deine Köpfe gezeigt. Das ist sehr freundlich von dir. Mein Leiste ist leer. Mein Leiste ist leer. Okay, können wir. Sind nicht genug Gegner in meiner Nähe. Die ganzen Gegner sind wieder bei dir draußen. Das ist doch schlimm. Verdammt, jetzt ist meine Magie ausgelaufen mit gerade mal 24 verdammten K.O.s. Schlimmer als es sein kann. Moment, davon liegt Magie voll, das ist gut. Ja, das erste Mal, mein Handlers, Finisher. Hulk! Plötzlich Gegner aus dem Nichts von Offscreen, wo ich sie nicht gesehen habe. Mhm. Unter anderem den Mittner. Feuer auf Mittner.
Oh, oh, oh. Böse rote Mittner vor allen Dingen. Mhm. Wieder mal. Der wütende Mittner. Evil Raging Mittner. Die mir gerade Schaden gemacht hat. Kann ich sagen. Ja, deshalb machen wir drei von vier Köpfen nieder. Ich schaff mir dann drei von vier Köpfen. Indem sie sich einmal nur ein Viertel gedreht hat und dann bei ihrer Spukattacke einen oberen und einen unteren Kopf hatte. Ach so. Gott, Mittner. Ja, das trage ich auch gerade gut dazu bei, dass wir den A reingetrieben. Und Finisher. Wow, der hat die Leiste sogar komplett leer gemacht im Handler. Schlecht. Der Laser. Hat außerdem unglaublich viel Schaden gemacht. Also den haben sie wirklich ordentlich gebufft. Und Spezialattacke. Muss man ja zugeben. Jetzt brauche ich keine Finisher-Attacke. Ich mache eine Spezialattacke gegen Mittner. Ja, also wenn der Aram bei dir eben noch nicht tot war, dann habe ich ihn gerade getötet, als ich gegen Mittner gespielt habe hier vorne. Da ist noch Magievoll hinter dir. Wo ist Magievoll hinter mir? Tatsächlich, da ist Magievoll hinter mir. Magie! Das ungewöhnliche Terrain verwirrt die Soldaten, ihre Moral senkt. Wir liegen hinten. Kann nicht sein. Ich habe auch gegen Argorok und Mahandler gekämpft. Trotzdem. Der Mittner sofort am Anfang mehr oder weniger erledigt. Weil ich wieder über mehr gelbe Soldaten jagen müssen. Und der Hohlhauptmann haut natürlich von mir ab. Die beiden Hohlhauptmänner hauen von mir ab. Achso, ist er neu zurückgekehrt. Tröd, 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 tröd. Ja, Zanto hat mal Handler besiegt, das ist wohl richtig. Das ist wohl passiert. Irgendwann hat Zanto mal Handler besiegt. Ein Event dieser Karte, ja. Fünf Runden, da. So, das war Nummer 1. Da vorne läuft irgendwie Nummer 2 rum. Hey, die Hauptmänner. Nicht alle um. Wenn ihr mich nicht vorher umgebracht habt. Was ungünstig wäre. Durchaus. Feiner Verstärkung halt. Magie-Auslauf-Finisher! Belly-Flop! Ich auch, ich auch. Moment. Oh, ich hab gerade Zusatz-Chaos erhalten, weil wir so viele Gegner waren. Die Force-Attacke. Wump. Und Magie-Auslauf-Finisher. Kaboom! Jetzt liegen wir auch vorne mit dem Chaos. Das sieht schon besser aus. Was ist denn mit dir hier oben draußen? Außerdem hast du irgendwo mal mitbewegt. Ja, mal wieder. Auch das ist wieder schon eine Weile her gewesen. Das Spiel ist dermaßen langsam registriert, das ist doch gar nicht so viele Nachrichten. Plötzlich zwei Feuer-Ralfos von hinten aus dem Nichts greifen mich einfach an. Passiert schon mal in diesem Spiel. Ja. Und das Spiel auch keine Probleme mit, um sowas mal eben schnell auf den Hals zu hetzen. Ja. Noch eine Spezialattacke. Und das Erscheinen von Mittner hat die Soldaten vertrieben. Mal wieder, dafür sind ganz viele andere Soldaten um uns rumgespawnt, gerade in dem Moment. Ja. Dort läuft ein Ruhrhauptmann rum. Xanth hat 500 Feinde besiegt. Ich habe 860, aber... Irgendwann habe ich mal 500 Feinde besiegt. Das ist ungefähr der gleiche Wert, ne? Ja. Ist ja kaum ein Unterschied. Oh, da ist Mittner wieder. Und will hier wieder mitmischen. Ja, wir haben das Beyblade von rechts nach links. Autsch. Goldschweißfeuer, Ralfos einfach mal direkt nachdem mein Kreisel aufgehört hat, von rechts nach links durchs Bild. Und die Zeit ist zu Ende. Ich habe mich gerade in eine Gottheit verwandelt. Der Arang ist es nicht, aber nee. Geschafft ist es auf jeden Fall. Es ist definitiv nicht der A-Rang. Je nachdem, was hier gewertet wird, ist es ein A oder ist es ein B oder C-Rang. Sieg. Sieg. 1430 zu 1071. Ist richtig knapp gewesen, die Mission hier. Ja. Magie-Auslauf-Finisher. Bonk. Ja, sehr schön, sehr schön. Und wir haben einen B-Rang. Yay. Oh, okay. Und eine Dekuschale. Unsere erste Dekuschale des Spiels. Unglaublich, ja. Endlich. Unglaublich, aber wahr. Wir können irgendwo in eine Richtung weiterkämpfen, in der wir die Dekuschale brauchen. Ja. Aber erstmal können wir überhaupt hier oben das Gebiet jetzt weitermachen, wo wir gerade dran sind. Richtung des ersten Dungeons. Oder eigentlich eher in Richtung des zweiten Dungeons. Ja, vor allem müssen wir erstmal ganz viel Müll aussortieren. Ach, Müll aussortieren ist immer schön.
Ja. Wir müssen andauernd Müll aussortieren, weil wir einfach viel zu viele Waffen gedroppt kriegen hier in diesem ganzen Bereich. Allerdings. Und wieder mal 1000 Materialien. Mindestens. Naja, wenn man EP-Tränke benutzen will, hat man auf jeden Fall keine Probleme. Und wir haben immer noch weder Sheiks noch Darunias getroffen. Das stimmt. Und die nächste Mission hier ist... Besiege jetzt erste 700 Feinde. Schaffen wir. Begrenzt auf Agi. Agneta. Go, go. Yay. In die Schlacht. Na, kann ich immerhin einmal ihr neues Kostüm zeigen. Ja, Don Giros Maske mit dem Frosch im Gesicht. Nicht so wirklich, mit dem Frosch im Kopf. Nein, mit dem Frosch im Kopf. Auch schön. Ja. Ist schon okay, ne? Ja, denk schon. Dann nehmen wir mal wieder Epona hierfür. Weil wir brauchen auf jeden Fall Licht. Und die Karte ist klein, mal wieder. Es ist wieder das Feld von Hyrule. Nee, ist gar nicht das Feld von Hyrule, es ist das Schattenpalast, okay. Der Stallmeister plant etwas. Wir kämpfen gegen Dunkel Midnas, als hätten wir gerade nicht schon gegen genug Midnas antreten müssen. Offensichtlich nicht. Ganz offensichtlich. Zong, zong, zong. Und besiege 700 Feinde vor den anderen Truppen. Boah, mal gucken, wie schnell wir die Truppen erledigen können. Ich hoffe mal, mit Epona geht das halbwegs flott. Weil wenn wir nicht zusammen sind, natürlich relativ wenig Gegner für mich spawnen, wie immer. Die Dunkle Midnas laufen übrigens alle zu dir. Deswegen komme ich mal in deine Richtung rüber, um damit zu kämpfen. Bevor die Dunkle Midnas dich vernichten. Dunkle Midnas macht nichts Böses mit Agneta. Die hat euch auch gar nichts getan. Wenn ich mich so an die Dunkle Zeldas erinnere, sind sie eigentlich ja nicht nach uns hinterhergelaufen, sondern... Eher den Gegnern, ja. Ja. Haben sie wahrscheinlich auch gedacht, da hinten lädt was. Da lädt was, da gehe ich hin. Ja. Chunk, chunk, chunk. Ist auch irgendwie realistischer, wenn sie tatsächlich Gegner töten, als wenn sie nicht mehr in unserer Nähe sind, also offensichtlich nicht geladen sind, aber trotzdem Kills holen. Ja. Oh, die macht Magie-Finisher! Aus dem Weg lang, aus dem Weg lang! Wenn man panisch B drückt mit dem Pronos, ist das eher kontraproduktiv. Ja. Zurück, Midnas, komm wieder her. Dieses dunkle Midnas stirbt auf jeden Fall ganz gut. Schank. Impa? Plötzlich greife ich eine Impa an, während ich renne. Impa plant etwas und muss möglichst schnell besiegt werden. Ich arbeite dran. Sie arbeitet auch selber dran, weil sie direkt in unser Gesicht aufgetaucht ist. Wo war denn die andere dunkle Midnas? Da vorne war sie. Aber sie ist, glaube ich, gerade gestorben. Gut, dass wir Lichtelementar sind für diese Mission. Das hat seine Vorteile. Agneta, Dunkelmidner besiegt. Und Spezialattacke. Ich glaube, ihre Schwachpunktleiste ist gerade rausgekommen. Ja, Finisher gegen Impa. Boom! Fliegt Impa, fliegt. Bei der Verstärkung halten. Mal wieder. Zum Glück spawnt hier hinten auch die ganze Zeit immer was. Ach gut. Sind ja immer genügend Gegnermassen. Muss ich mich nicht großartig bewegen. Und Impa ist besiegt. Rams. Ah, schwer, ich hab schwer die Fresse gekriegt. Dunkelmidner ist zurückgekehrt, mein Gott. Die war doch keine 10 Sekunden tot. Ja. Gefühlt war sie keine 10 Sekunden tot. Plan des Feindes durchkreuzt. Das ist eine Nimbusgarde, die kann auch mal eben schnell sterben. Rams. Wo ist er denn, die Dunkelmidner? Da vorne ist er. Ich wollte auch gerade an die sehen. Schonk. Spezialattacke. Oh, ich glaube, hier wischst du mich. Oh, jetzt erst recht nicht. Jetzt hat er nochmal eine Attacke eingesetzt. Spezialangriff, da ist außerdem Young Link gespawnt. Direkt neben uns. Ja. Der ist im Gebrauch Dunkelheit. Wo ist er denn? Da, junger Link mit seinem Fuchsmäskchen. Ja. Naja, Link. Aber. Link halt, ja. Gibt halt keinen junger Link in dem Sinne. Steht ja nicht mal in unserem Link dann dran, dass es junger Link ist. Spezialattacke. Grätsch und weg. Und Finisher gegen junger Link. Boom! Oh, das war gar nicht so viel Schaden. Dafür, dass er Dunkelheitselement ist, hätte es eigentlich mehr sein dürfen. Dafür, dass ich Lichtelementar bin. Ja, Midnas ist wieder tot. Agneta hat Dunkelmidner besiegt. Sehr schön. Junger Link hat mir gerade ein Viertel Schaden gemacht, weil er mich getroffen hat. Na nein. Frechheit. Junger Link, lass den Unfug. Ich möchte keinen Schaden von dir sehen. Hoi. Link. Feiner Verstärkung halten. Unter anderem irgendein Boss, der irgendwo gespawnt ist. So, solange er nicht in unsere Nähe kommt, solange er da hinten auf der anderen Seite der Karte ist und Junger Link wurde besiegt. So lange stört sich auch nicht. Junger Link hinterlässt uns zwei Waffen als Belohnung. Oh. Oh je, du hast verloren, Junger Link, ich war sowas. Das ist sehr ungewöhnlich. Das ist die andere Dunkelmidler.
Mittler, ja, Mittler. Dunkelmänner ist wieder da. Ja. Ja, jetzt brauchen wir sowieso nur noch 100 K.O.s, dann haben wir die Mission sowieso schon geschafft. Ja. Deswegen brauchen wir nicht mehr unbedingt gegen Dunkelmänner zu kämpfen. Und da sind noch mehr Feinde gesichtet worden. Sperrangriff. Ja, normale Angriffe. Ich dachte, ich war nicht vor, wenn sie sich bewegt. Ja. Ist schon okay so. Zelda, auf der anderen Seite der Karte plant etwas. Außerdem ist die andere Dunkelmittel gerade durchsucht. Mir recht und mir egal. Und Spezialattacke. Warum nicht? Ja, boom. Ja, bleiben. Das war's. Das war... Mission erfolgreich. Du hast 700 Feinde besiegt. Ja, das sollte auch noch ein A-Rang gewesen sein. Hoffentlich. Es war ein bisschen Schaden genommen, aber nicht genügend, dass das den A-Rang versauen sollte. Außerdem kann sie hören, wie ihre Käferfreunde sie anfeuern. Und kein A-Rang. Gab's dir eine A-Rang-Belohnung? Nee, stimmt, gar nicht. Du hast recht. Das war unsere erste Eulen-Mission, die wir gemacht haben. Ja. Wir haben sicher eine Eulenstatue aktiviert. Was eigentlich unnütz ist, weil wir nicht vorhaben, den Mond fallen zu lassen. Ja. Aber wir müssen halt hier lang. Ja. Arang, yay. Und ganz viel unnützer Kram. Ganz viel unnützer Kram. Wie üblich. Die ganzen Blutenergie nachher hören alle weg. Ja, können sie wohl. So, bleibt nicht mehr viel über. Ich hoffe, du hast keins mit Erfahrungsbonus weggeschmissen. Außerdem Brandhammer. Brandhammer. Und der... Der kam auch weg. Ja, sieht unnütz aus. Relativ wenige, aber Materialien. Ja. Vor allem dreimal Midnas Haare. Die brauchen wir unbedingt. Man kann nicht oft genug Midnas Haare haben. Brutalität. Wir können außerdem das erste Mal jetzt eine Dungeon-Mission anspielen. Können wir hier suchen? Ja, wir müssen suchen. Wir müssen wieder irgendwas bauen, ne? Können wir erstmal genau einen Kompass benutzen. Nein. Kaboom! Und damit können wir dann beim nächsten Mal die erste Maske erspielen. Und wir können schon wieder einen Gnetar benutzen. Juhu. Yay. Bis dahin. See ya. Aloha.